Düsseldorf, 5. September 2018. Wir möchten noch einen kleinen Nachtrag senden zu dem letzten Video, was veröffentlicht wurde. Es geht um den Skandal aus Friedberg in Hessen, Wetteraukreis, Jugendamt Wetteraukreis. Da hast du noch einen Anruf bekommen von der Kindesmutter. Ja, von Silvia. Und die hat etwas berichtet über die Dolmetscherin. Und wir reden jetzt von der Dolmetscherin Frau C. Punkt, ja. Deren Identität nicht preisgegeben wird. Ja, ums Verrecken wollen sie das verhindern. Die Richterin hat geschrieben, sie sieht keine Veranlassung, ihrer Pflicht nachzukommen. Ja. Das hat sie nicht so geschrieben. Es ist ihre Pflicht. Sie hätte die Auskunft über die Personendaten dieser Dolmetscherin geben müssen, aber das tut sie nicht, weil sie behauptet, es gibt keinen Anlass, der das notwendig macht. Eine Dolmetscherin ist eine Amtsperson und es gibt amtliche Daten dieser Person. Und wenn sie in der Justiz tätig ist, dann müssen diese amtlichen Daten transparent sein. Das heißt, müssen der Person, gerade der Person, in deren Verfahren sie tätig ist, zur Verfügung stehen. Ja? Ja. Damit man notfalls auch Rechtswege gehen kann. Das ist der Sinn der Sache. Und vor allem die Transparenz. Ja, Transparenz ist das Stichwort. Das ist genau das, was wir uns wünschen und wo wir auch ein Recht drauf haben. Im Dunstkreis der deutschen Familiengerichte und Jugendämter. Man spricht im europäischen Recht über, es gibt sowas wie das Recht auf faires Verfahren und genau das gehört dazu. Ja, ja. Und faire Verfahren in Familienangelegenheiten ist genau das, was die deutsche Justiz uns Bürgern verweigert. Mhm. Es gibt keine fairen Verfahren. Und wir wollen versuchen, ja ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Was hat die Kindesmutter dir am Telefon gesagt über diese Dolmetscherin? Also nachdem sie das alles erfahren hat, was wir gleich berichten werden, hat sie mir gesagt, jetzt weiß sie, warum diese Dolmetscherin nach der Gerichtsverhandlung zu ihr gekommen ist und sagte, ja, sie soll unbedingt auf diese Richterin hören, das ist eine ganz tolle Frau und das ist ganz wichtig, auf sie, auf diese Richterin hört. Ja, so, was ist daran falsch? Also Dolmetscher, das steht in der Belehrung, der Dolmetscher dürfen keine Kontakte haben mit den Leuten, für die sie übersetzen sollen, oder Dolmetscher sollen hier in einer mündlichen Verhandlung. Mhm. Sie dürfen da nicht mit denen plaudern, weil der Verdacht kommen könnte, dass sie befangen sind. Ja, der Dolmetscher kann auch befangen sein. Der Dolmetscher wird auch befragt, ob der verwandt ist mit der Person, für die er übersetzen soll. Also der Dolmetscher soll auf keinen Fall einen persönlichen Einfluss nehmen auf den Gang der Ereignisse in diesem Gericht oder in diesem Prozess. Der Dolmetscher darf aus eigener Initiative keine Aktionen im Gericht machen. Ja. Und genau das ist es. Ja. Und wenn die Dolmetscherin der Kindesmutter sagt, sie soll auf die Richterin hören, dann ist das eine Manipulation. Es ist eine völlig unstatthafte Beeinflussung der Partei, der einen Partei. Unseriös ist es sowieso. Es ist aber auch gesetzwidrig. Das ist der springende Punkt. Also diese Manipulation darf man sich natürlich nicht bieten lassen. Da funktioniert die Justiz eben nicht mehr richtig. Ja. Und welche Schritte haben wir jetzt eingeleitet? Also, was war das Erste? Das absolut Normale wäre, sich an dieses Amtsgericht zu wenden und um die Antwort zu bitten, die aufzufordern, dass sie uns antworten, wer war diese Frau und die amtlichen Daten. Aber gerade das hat die Richterin verweigert und daran sieht man vor allem, dass sie befangen ist, ja. Das sieht so aus, als ob sie etwas zu verbergen hätte. Ja, und mittlerweile haben wir den Eindruck, Rechtsbruch. Ja, wir nennen es Rechtsbeugung in dem Fall. Also wenn die Justiz das Recht bricht, ist es Rechtsbeugung. Ist genauso kriminell. Ja. Und wir haben mittlerweile den Eindruck, dass auch das Landgericht hier das Recht beugt.
Also, wir haben uns an Landgericht Frankfurt gewandt. Da fragt jeder, was hat damit hier in diesem Verfahren Landgericht zu suchen. Also der Präsident des Landgerichts Frankfurt führt eine Datenbank und zugleich die Aufsicht über die Dolmetscher und Übersetzer, die für die Justizbehörden als vereidigte oder beeidigte Dolmetscher und Übersetzer zugelassen sind. Ja. Wir haben Ihnen die Geschichte kurz dargelegt, dass die und die Frau C. in dem Verfahren tätig war und die Richterin hat uns die Information verweigert und deswegen bitten wir ihn um Antwort, erstens, ob sie das darf, diese Information zu verweigern und zweitens, und das ist viel wichtiger, wir haben ihn gebeten, die Daten, die amtlichen Daten dieser Dolmetscherin uns zur Verfügung zu stellen und ob es überhaupt so eine Dolmetscherin gibt. Daraufhin gab es, glaube ich, 3 Wochen keine Antwort. Aber in der Zeit ist was Merkwürdiges passiert. Und zwar wurde die Richterin im Amtsgericht ganz plötzlich versetzt in ein anderes Dezernat. Naja. Das hing aber auch zusammen mit einem Befangenheitsantrag, der gestellt wurde. Ja. Aber das hatten wir in dem vergangenen Video berichtet. Das kann sich jeder angucken. Bei der Gerichtsverhandlung oder kurz davor wurde ein Befangenheitsantrag gestellt, auch deswegen, wegen dieser Dolmetschergeschichten. Mhm. Und die Verhandlung fand nicht statt. Und dann hat ein Richter aus diesem Gericht verweigert, diesen Antrag zu entscheiden. Ja. Ja. Aber zurück zu der Landgericht. Nach 3 Wochen haben wir ein Faxschreiben nochmal hingeschickt mit Erinnerung daran, dass wir um diese bestimmte Informationen gebeten haben. Und wir haben einen Termin gesetzt, 1 Woche, dass sie uns innerhalb einer Woche antworten. Die Antwort kam nicht. Und deswegen, das ist eine amtliche Information, also die ist öffentlich, diese Information. Es gibt Dolmetscher- und Übersetzerverzeichnis, die für Justizbehörden arbeiten. Jeder kann sich dieser Dolmetscher angucken, wer da arbeitet. Jedenfalls war diese Dolmetscherin nicht in dem Verzeichnis drin. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn das jetzt amtliche Information ist und jeder Bürger Zugang haben darf und muss zu dieser amtlichen Information. Das dient der Transparenz. Ja, die Behörden müssen transparent arbeiten. Haben wir uns an den Datenschutzbeauftragten des Landes Hessen gewandt. Der sitzt in Wiesbaden. Und der hat uns ganz schnell, ich glaube innerhalb von 2 oder 3 Tagen, geantwortet. Und er hat uns angekündigt, dass er das Landgericht Frankfurt sich an dieses Gericht wenden wird und um die Herausgabe der Daten die auffordern wird, weil jeder Bürger hat einfach das Recht auf auf den Zugang zu der amtlichen Information. Insbesondere, wenn eine amtliche Person wie die Dolmetscherin in dem Verfahren tätig ist, im eigenen Verfahren. Und der hat das tatsächlich gemacht. Er hat sich an das Landgericht gewandt und er hat das Landgericht darauf hingewiesen, dass die Silvia in dem konkreten Fall das Recht hat, diese Information zu bekommen. Ja. Mhm. Interessant wird noch weiter sein, weil wir haben uns mit der gleichen Bitte an den Direktor des Amtsgerichts Friedberg gewandt, wo diese Sache stattfindet. Ja, da haben wir noch keine Antwort. Jedenfalls, das Landgericht muss uns antworten. Mhm. Und die sind also jetzt aufgefordert worden, von dem Datenschutzbeauftragten hier Farbe zu bekennen. Richtig. Mhm. So, und wir wollten das gerade zeigen und genau in dem Moment hatten wir hier einen Stromausfall und jetzt versuchen wir das mal, der große Bildschirm ist schwarz, da ist im Moment nichts zu machen und wir versuchen das hier auf dem iPad darzustellen, den Text, den der Datenschutzbeauftragte an das Landgericht in Frankfurt gesendet hat.
So, und jetzt warten wir gespannt darauf, wie das Landgericht reagiert. Der Datenschutzbeauftragte hat sich jedenfalls in einen Dialog mit uns begeben und wir werden auch da weitere Informationen erhalten. Davon gehen wir aus. Ja. Die Frage ist, wie wird sich die Justiz jetzt verhalten, ja? Die also hier ganz offensichtlich etwas zu verbergen hat und möchte wohl nicht, dass die Hintergründe ihrer Machenschaften ans Licht kommen. Die spielen aber in dem Verfahren eine Rolle und wir werden nicht locker lassen und wir werden auch weiterhin informieren, was passiert. Ja, und dieses Beweis, das ist noch ein Beweis dafür, dass die Richterin befangen ist, ja, weil sie uns die amtliche Information verweigert hat. Ja, aber mittlerweile ist nicht nur diese Richterin befangen, es sind wohl einige andere Leute ebenfalls. Ja. Und schauen wir mal, wie sie den Kopf aus der Schlinge ziehen.